In Syrien gehen die Proteste gegen das Regime von Präsident Assad weiter. Nach den Freitagsgebeten sind auch heute wieder zahllose Menschen auf die Straße gegangen. Doch im Mittelpunkt der Kundgebung stand das Gedenken an die Opfer des Massakers von Hama vor 30 Jahren. Thomas Simon berichtet. Es ist wie jeden Freitag in den Städten Syriens. Nach dem Feiertagsgebet strömen die Menschen auf die Straßen, um gegen das Regime in Damaskus zu protestieren. Heute aber erinnern sie auch daran, dass die Gewalt der Machthaber Tradition hat und dass sie vor allem mit einem Namen verbunden ist, Al-Assad. Vor genau 30 Jahren ließ Hafiz al-Assad, der Vater des heutigen Präsidenten, die Armee gegen die Muslimbrüder in der Stadt Hama aufmarschieren. Den langjährigen Widerstand der Sunniten lässt der alawitische Diktator mit brutaler Gewalt brechen. Nach unterschiedlichen Schätzungen starben dabei zwischen 20.000 und 30.000 Menschen. Das blutige Massaker und seine Details blieben der internationalen Öffentlichkeit lange unbekannt. Denn das Regime tut bis heute alles, um keine Informationen darüber nach außen dringen zu lassen. Auch Bilder gibt es nicht davon. Im Inneren diente es lange als Abschreckung, die nun aber nicht mehr wirkt. Seit Monaten geht die Opposition gegen die verhasste Al-Assad-Clique auf die Straße. Aus den Streitkräften desertieren immer mehr Soldaten, die nun auf Seiten der Rebellen kämpfen. Bei Gefechten wurden heute wieder 8 Armeeangehörige von Deserteuren erschossen. Landesweit wurden insgesamt 28 Menschen getötet. Noch kann sich Präsident Al-Assad im Amt halten, aber es mehren sich Informationen, dass der Kreis seiner Unterstützer kleiner wird. Selbst hochrangige Funktionäre seien bereit, unter Garantie ihrer Sicherheit zu den Revolutionären überzulaufen.